Toll. Den Weg, den wir so flott hinlaufen konnten, müssen wir jetzt wieder zurückschleichen. Hat mich da irgendjemand gesehen? Nö. Hat nicht. Das müsste aber jemand gehört haben. Ist da hinten einer? Ich meine, war da hinten einer? Na? Du siehst doch fast aus wie Schnitzel. Alter Junge. Sterb doch endlich, Menno. Waren das jetzt alle? Nein, da ist noch einer. Sag mal, ich brauche jetzt mal Munition so langsam. Kann ja wohl nicht angehen, nachdem ich hier die halbe Brigade ausgelöscht habe. Du hast natürlich nichts dabei. Du hast was dabei. Hast du Munition dabei? Ja, Munition, yeah. Scharfschützengewehr. Yeah, Scharfschützengewehr. Oh yeah. So, jetzt hört man mich auch wieder. Da haben wir ja zum Glück schon aufgeräumt. Ich glaube, ja. Ich habe keine Ahnung mehr, womit ich nachlade. Aber ich glaube, ich brauche gar nicht mehr nachladen. Die sind ja alle schon tot. Gucken, was auf der Karte... Mission? Ja, doch, Mission. Ja, genau, da sollen wir hin. Super. 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 Ja, gesunde Körperhaltung, Junge. Und du auch. Ihr habt aber leider nichts dabei. Dann gehen wir mal da hinten zu meinem miserabel geparkten Wagen. Und hoffen, dass hier nicht schon wieder irgendwo irgendein komischer Flachwichser auf uns wartet. Nö, scheinbar nicht. Dann können wir uns ja mal ranhalten. La-di-da-di-da-di-da. La-di-da-di-da. Nein! Du Flachpfeife! Ich hätte doch nur noch in die Karre steigen müssen, dann wäre es erledigt. Aber nein, da hat mich jemand von hinten abgeknallt. Ich hoffe, das waren die beiden komischen Franzosen da. Denn die haben mich wahrscheinlich dann ins Krankenhaus geschafft. So, Kills. 22 von 32. 11 von 22 Silent Kills. Immerhin 50%. 3 von 8 Sammlerstücken gefunden. Ich habe 45 Minuten und 13 Sekunden gebraucht und habe 800 von 1900 Erfahrungspunkten gesammelt. Das heißt, ich bin ein Soldat und wir gucken uns weiter an, was passiert in der nun folgenden Lade- und danach Zwischensequenz. Lade. Asche zu Asche. Sanatorium. Das Erwachen. I spent many nights lying in wait until dawn, staring at the walls for an eternity. They stared back and crept closer. I no longer feel any pain, only a warm, flowing blood. It all seems like a dream. Is the war over? Where am I? And where's my equipment? I'm almost naked. I need to get out of here as quickly as possible.
but not without a weapon. Spielstand wird gespeichert, aber ich bin doch eine Frau. Ich habe immer zwei Waffen dabei. Flüchte aus dem Sanatorium. Hallöchen. Abgesehen davon, dass es... das ist ja durchsichtig. Muss ich da Balken drauf machen? Ich hoffe nicht. Hallo. Von vorne können wir sie nicht betrachten. Immerhin. Okay. Das ist jetzt interessant. Ich habe nämlich schon die ganze Zeit drauf gehofft, dass wir endlich hier zu dieser finalen Mission kommen. Ich nehme mal an, dass das die finale Mission ist. Was sollte das sonst sein? Wo wir aus diesem Sanatorium flüchten müssen. Weil wir haben ja die ganze Zeit im Vorspann und so immer gesehen, wie da irgendwie so in Zeitlupe irgend so ein komischer Penner mit der Knarre über uns steht und uns abschlachten will. Natürlich. Okay. Ja, ist ein hübsches Gebäude. Oh, was sind denn das für Bilder? Mhm. Aha, aha, aha. Interessant. Da hat jemand wahrscheinlich seine Ferienwohnung fotografiert und so ein bisschen mit Photoshop bearbeitet. Ich weiß aber gar nicht, wo wir hier eine Waffe finden sollen, weil wir sind doch in einem Sanatorium. Seit wann gibt es in einem Sanatorium Waffen? Spannen wir mal durchs Schlüsselloch. Okay, das sieht mir aus wie ein Garten mit Betten drin. Ich gehe erstmal weiter hier drinnen rum, bevor ich rausgehe. So, mal gucken. Da scheint jemand entweder tot oder eingeschlafen zu sein. Gucke ich erstmal hier am Ende des Ganges, was hier ist. Ob wir hier irgendwas Sinnvolles finden. Das scheint so ein Lagerraum zu sein. Ist natürlich abgeschlossen. Das heißt, müssen wir wahrscheinlich zu dem Typen dahin. Ja, natürlich ist das offen. Okay. Okay, ich wollte gerade sagen, nein, da geht ihr nicht rein, aber da bin ich ja drin. Sie kommen, ich sollte mich besser im Schrank verstecken. Und ich wollte noch kurz mal den Brief angucken. Ein Brief, der vielleicht nützliche Informationen enthält. Hören wir mal rein. Dear Paul, I still cannot say if she would pull through. She stares wide-eyed into space all the time, as though life no longer interests her. She simply doesn't come to her senses. Sometimes, though, she seems to smile, as if she were dreaming. I have the impression that these dreams are all that keep her alive, but I cannot betray her. We are not soldiers, Paul. Someone must fight this war. And who can do that better than she? You will see. She will wake up and help us. She will give the resistance new strength. Forgive me, Paul, but I see no other way. This is my final triumph over those Nazi swine. You will have to carry on what we have started. I'm glad to have had you as a comrade. Freedom shall be victorious. Vive la France, Maurice. Jo, das heißt, warten wir mal hier im Schrank. Das scheint tatsächlich quasi die Videosequenz in Echtzeit das zu spiegeln, was hier passiert ist. Psst. Nun schau dir das an. Klar, das ist einer von denen. Olle Drecksack. Er hat sich lieber erschossen, als seine Nutte zu verraten. Oder sie hat ihn erschossen. Tja, er wird uns nicht mehr sagen können, wer es war. Zum Teufel mit ihm. Los, lass uns wieder verschwinden und Meldung machen. Erst suchen wir weiter. Hier riecht so komisch. Wonach riecht das hier? Ich rieche nichts. Bist du sicher, dass die kleine Nutte hier ist? Die hätte ihn doch sicher nicht einfach so rumliegen lassen. Ich bin sicher, sie ist hier. Wir haben noch nicht alles abgesucht. Das Blut ist frisch. Sie kann nicht weit sein. Sei vorsichtig. Ich traue dieser Bande alles zu. Vielleicht ist das eine Falle. Hast du etwa Angst vor einem Mädchen? Die sind sowas von feige, die Engländer und Franzosen. Tja, lassen ihre Weiber für sich kämpfen. Hier ist sie jedenfalls nicht. Lass uns weiterschauen. Ja, besser ist das. Die werden uns die Eier langziehen, wenn wir sie nicht bald finden. Gut, wenn irgendwas ist, ruf mich. Wenn ich euch zuerst finde, werde ich euch die Eier langziehen. Ja, genau. Raus mit euch da. Tür geht zu. Gut. So. Das ist der Typ. Der eine Franzose ist das. Der hat sich also lieber umgebracht und uns den Brief da geschrieben.
Ja. Ich sag jetzt mal nichts dazu. Ich könnte natürlich auch irgendwelche komischen Scherze machen, aber das lasse ich mal. So, also, die zwei Spielstand wird gespeichert. Die zwei Typen, denen ich die Eier abschneiden will, sind hier durchgegangen. Finde Waffen. Komme ich jetzt hier durch? Oh, okay. Was sind das für Geräusche hier? Ich bin hier allein. Wow. Doch, ich bin nicht allein. Ich sag dir, egal ob sie das Versteck des Attentäters nun preisgeben oder nicht, das Dorf wird ausradiert. Die Brigade Dirlewanger wird das schon machen. Dirlewanger? Die kommen hierher? Ja, gestern sollen schon einige Einheiten eingetroffen sein. Wo die sich aufhalten... Attacke! Mist, das hat wohl irgendwie nicht so gut geklappt. Eigentlich wollte ich den abstechen. Komischerweise hat er mich bemerkt. Ich weiß nicht, warum. So. Schnell laden. Dann versuchen wir mal. Versuchen wir es mal in der Richtung hier. In der Hoffnung, dass der sich nicht umdreht. Du drehst dich nicht um. Nein, du drehst dich nicht um. Ich habe ja schließlich mein Messer dabei. Zack. Oh ja. Sexy Biorch. So, den werden wir schon mal los. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich rausgehen, weil da in dem Raum da hinten ist es ein bisschen unmöglich, ohne richtige Waffen voranzukommen. Na toll, da schleichen natürlich auch wieder irgendwelche Flachwichser rum. Geht der hier immer auf und ab? Na toll, da ist noch ein zweiter. Gucken wir mal, ob wir hier vielleicht rüberklettern können. Nö, können wir natürlich nicht. Das Spiel macht es ja auch wirklich nicht einfach jetzt. Okay. Theoretisch könnte ich, wenn die beiden da hinten stehen, einmal hier rumschleichen. Komme ich denn da hinten längs? Ja, da hinten komme ich längs. Ja, dann warten wir doch einfach mal, bis beide quasi in die richtige Richtung gucken. Und dann versuche ich mich da längs zu schleichen. In der Hoffnung, dass mich keiner von den zwei Schwänzen sieht. Nein, der eine sieht mich gleich. Wusste ich's doch. Und hier geht's auch nicht weiter. Wollt ihr mich verarschen? Hier geht's nicht weiter. Och nee. Das heißt, da draußen ist auch Sackgasse. Hallo, ihr habt doch eure Mission erfüllt. Dann wird hier einmal kurz im Rudel und dann fertig.